Herren passieren. Oh, guten Tag. Bitte schau mal. Das sind zwei Schwestern und sie ist kaum zu sehen. Moment, ich ziehe einmal meine Handschuhe aus. Hallo, Schwester Mira. Und Sie sind die Patientin? Ja. Okay, hallo. Ja. Okay. Also stark Kopfschmerzen seit Wochen schon und ich habe sie gerade eben in der Wohnung. Ja, ich habe sie gerade eben in der Wohnung gefunden. Ich komme gerade vom Sport. Ja. Ja, und irgendwie habe ich zu ihr gesagt, wir müssen ins Krankenhaus. Das geht nicht mehr. Ich sehe immer so ein Flackern und so Blitzbilder manchmal. Der Symptomkomplex, den die Patientin schilderte, nämlich starke Kopfschmerzen, Eintrübung und vor allem auch die Blitze vor den Augen, ließen mich am Anfang erst einmal das Schlimmste befürchten. Die Beschwerden sind eben gerade aufgetreten, Nein, also seitdem sie regelmäßiger jetzt Sport macht, jetzt so ein Sport war momentan, hat sie jetzt immer auftretende Kopfschmerzen irgendwie und heute ging gar nichts mehr. Sie hat die Tür nicht aufgemacht und sie war total benommen. Seit ich aufgehört habe mit dem Sport, seitdem ist es immer schlimmer geworden und heute so schlimm wie heute war es nie. 36,9. Ja. 36,9. Was machen Sie da für einen Sport? Naja, alles Mögliche. Eigentlich bin ich nicht so sportlich. Geben Sie mir mal die Hände. Okay. Beide kräftig zudrücken. Okay. Gefühl haben Sie in den Fingern? Beiden? Ich schau gerade mal. Okay, das ist aber in Ordnung. Was ist denn hier los? Oh, nee, warte! Ich habe sie in der Wohnung gerade so aufgefunden. Ihr Kopfschmerzen, alles. Keine Ahnung. Durch die körperliche Untersuchung konnte ich weitgehend einen Schlaganfall ausschließen. Und das Gleiche auch bei der weiteren Befragung, bei der die Patientin dann auch zu Protokoll gab, dass eigentlich die Symptomatik langsam entstanden ist und nicht plötzlich von jetzt auf gleich. Ich mache jetzt noch ein Testverfahren für das Gesichtsfeld, eine sogenannte Perimetrie, um zu gucken, ob das Gesichtsfeld eingeschränkt ist. Mhm. Ne? Und das kann wiederum einen Hinweis geben, doch auf möglicherweise einen erhöhten Druck im Kopf. Sie sagen mir, wann Sie den Finger sehen. In Ordnung? Sie gucken mich gerade, Sie gucken geradeaus. Ich fahre jetzt langsam mit dem Finger nach oben. Sie sagen, wann Sie ihn sehen. Jetzt? Okay. Und auf der anderen Seite? Jetzt. Also das scheint schon ein bisschen eingeschränkt zu sein. Ne? Das heißt, die Peripherie sehen Sie im Moment gar nicht. Das kann also gut darauf hinweisen, dass also ein erhöhter Druck im Kopf besteht, der halt eben dann auch auf den Sehnerv drückt und damit so das periphere Gesichtsfeld einschränkt. Also wir haben einmal jetzt noch eine Blutabnahme gemacht. Irgendwelche Medikamente, die Sie nehmen? Auch nichts. Und chronische Erkrankungen, aber keine bekannt. Nein, aber die hat da so ein Pfeifen auf dem Ohr schon seit einer Woche. Okay. Versteht sie mich auch kaum, deshalb rede ich auch immer so laut. Also wir machen jetzt einmal noch eine Blutabnahme, wir machen auch noch eine Bestimmung von möglichen Drogen, die möglich, also Drogen weitläufig, also Giften, Drogen. Wir haben sie nicht. Drogen am Hut. Nein, aber die Drogen sind weitergefasst. Und machen aber auf jeden Fall jetzt erst noch auch eine CT und eine MRT-Untersuchung, das heißt, einmal anmelden und schauen, ob sich irgendwo im Kopf irgendwas vortut, was die Beschwerden erklären kann. Während die 26-Jährige zur nächsten Untersuchung gebracht wird, bittet Dr. Krothmann ihre Schwester und ihren Freund im Wartebereich Platz zu nehmen. Dort werden sie jedoch nicht lange bleiben. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, ganz ehrlich. Ich hoffe auch, dass das nichts Schlimmes ist. Du musst jetzt abwarten, kannst du auch. Ist das auch peinlich. Das macht man doch nicht. Ja, aber ich muss an mein Training denken. Ja, aber ich muss auch mal mehr trainieren. Doch, wenigstens nach. Entschuldigung, das stört Sie nicht, wenn ich... Nein. Guten Abend. Okay. Danke, vielen Dank. Das ist das Ganze weiterentwickeln. Und andere Sachen sind... Hi. Was mit ihm? Was ist los? Den Rollstuhl, bald. Schnell. Währenddem Frau Hilgers jetzt im CT weilte, brach plötzlich ihr Lebensgefährte im Warteraum zusammen mit wahnsinnigen Schmerzen. Kopfschmerzen, hielt sich den Kopf und wir konnten uns in dem Moment gar nicht erklären, wo das herkommt. Ah, schnell, mal die Beine hoch. Komm, schnell. Den Ambubeutel erst und dann Sauerstoff. Bei den starken Schmerzen, die der Patient hatte, blieb bei mir gleich die Diagnose im Kopf, dass es sich um möglicherweise einen Clusterkopfschmerz handeln könnte, welches ein extremes Schmerzausmaß an Kopfschmerz bedeutet, bei dem auf einer Skala von 1 bis 10 die 10 erreicht ist. Dem Arzt gelingt es, durch das Verabreichen von Sauerstoff dem schmerzgeplagten Det schnell Linderung zu verschaffen.
Es soll sich noch zeigen, dass die Symptome des jungen Mannes und die seiner Freundin in Verbindung stehen. So, okay. Und das hat, haben Sie das schon mal gehabt? Erste Mal? Ich hatte das aber nicht so stark. Ja, okay. Ist aber gut, ne? 130 zu 80. Ja, wunderbar. Also Blutdruck ist auch gut, Puls ist gut. Von daher war das wirklich. Wir müssen jetzt nur einfach mal abwarten und schauen, wenn es Ihnen erstmal besser geht. Im Moment kann man es nicht sagen. Das ist dann auch eine Diagnostik, die jetzt hier so in der Notaufnahme. Ich bin so viel am Trainieren. Also ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, es kann sehr, sehr viele Ursachen haben oder einige, aber meistens findet man keine. Und, vorher Thunfisch und Chili gegessen. Also ich weiß nicht. Ah, das kann natürlich. Also vorne eben da draußen. Ja, gerade eben. Ach, Chili? Ja, ich habe mich schon gewundert. Und wie scharf waren die, die Chili, die Sie da gegessen haben, so in den Scoville-Einheiten? Das waren so über 100.000 Scoville. Ach so, na gut, aber das hält sich ja auch noch im Rahmen. Das ist also auch nicht so dramatisch, dass daher dann so ein starker Kopfschmerz ausgeht. Ich glaube das nicht. Die Bestätigung der Diagnose wurde dann auch noch erfüllt durch die schnelle Linderung durch hochkonzentrierten Sauerstoff. Und da war natürlich dann auch die Frage, woher hatte er diesen Anfall, da es das mehr oder weniger das erste Mal war. Und auch der Genuss der Chilis, die er im Wartezimmer verspeiste, konnte eigentlich den Anfall nicht auslösen. In Ordnung? Am besten gut. Schatz, was ist denn mit dir? Ah. Frau Stahl. Ich erkläre Ihnen das mal. Ihr Partner hat nur plötzlich eine Kopfschmerzattacke bekommen. Enorm starker Kopfschmerz. Die auslösenden Faktoren sind jetzt so schnell noch nicht klar. Da muss man vielleicht auch noch mal weiterschauen. Aber im Moment geht es ihm erstmal wieder besser durch die Gabe von Sauerstoff. Und das ist eigentlich auch die Diagnostik schon, dass es sich um so einen sogenannten Clusterkopfschmerz handelt. Erkläre ich Ihnen dann aber und auch Ihrem Partner noch mal nachher. Wir gucken jetzt erstmal nach den Werten, die fertig sind. Also der CT und MRT sind da. Die Radiologen haben auch schon drauf geschaut und erst Entwarnung gegeben, ein Schlaganfall ist ausgeschlossen. Okay. Ne? Wunderbar. Aber da können Sie schauen und dann habe ich noch andere Bilder, haben die Radiologen für Sie drauf gemacht. Okay. Ne? Ja. Schauen. Aber das Ventrikel scheint erhöht, vergrößert. Mhm. Ach. Das ist dann doch das, was ich mir gedacht habe, dass Sie einen erhöhten Druck in Ihrem Ventrikelsystem, also in Ihrem Kammersystem im Kopf haben. Und da ist natürlich dann immer die Frage, tja, woher das kommt. Ja. Also irgendwo, man kennt es bei jungen Frauen, aber auch vor allem bei stark Übergewichten, wo sie gar nicht in das Raster passen. Und das ist natürlich gut. Vielleicht, weil ich zu wenig Sport mache. Nehmen Medikamente. Stress, besonders viel Stress im Moment. Eigentlich, was heißt eigentlich nicht? Ich glaube, ich gehe mal vor, wir gucken mal auch nach den Laborwerten. Ich gucke mal, ob die da sind. Als Krankenschwester ist es natürlich so, dass wir am Tag mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun haben. Man entwickelt auch mit den Jahren, ich sag mal, so ein Bauchgefühl dafür, ja, ob die Menschen die Wahrheit sagen. Oft ist es ja auch einfach nur, wenn ein Mensch fragt, ob er Schmerzen hat, dass sie es verneinen und man weiß, dass es doch dann so ist. In dem Fall von Frau Hegers war es einfach so, dass der Arzt sie fragte, ob sie Stress in letzter Zeit gehabt hätte. Und ihre Antwort passte so nicht ganz zu ihrer Körpersprache. Darf ich dir mal kurz irgendwas aus weiblicher Intuition, habe ich gerade irgendwie das Gefühl, das stimmt irgendwas nicht. Als du nach dem Stress gefragt hast, ich fand es irgendwie merkwürdig. Irgendwo habe ich auch den Eindruck gehabt, aber ich glaube, mit deiner weiblichen Intuition kommt das besser. Nimm sie dir doch mal und schau mal, ob du nicht ein Gespräch führen kannst. Ob ja, meinst du, vielleicht, dann gehe ich gleich mal mit dir in vielleicht was rausbekommst, was vielleicht wichtig ist jetzt gerade für die Ja, wenn du das auch so siehst, ne, manchmal ist es ja so. Genau, dann gucken wir uns noch das Blutbild an. Ne? Die Blutwerte der 26-Jährigen halten eine weitere Überraschung für Dr. Krothmann bereit. Unterdessen versucht Schwester Mira, durch ein einfühlsames Gespräch herauszufinden, was die junge Frau so stark belastet. Frau Hegers, tut mir leid, dass ich jetzt gerade da rausgeholt habe. Es ist nur so, mein Bauchgefühl hat mir jetzt gerade irgendwie gesagt, als Sie auf die Stressfrage reagiert haben, dass da doch was sein könnte. Und ich frage Sie extra unter vier Augen von Frau zu Frau, weil es für uns medizinisch ja auch relevant ist, wenn da was ist. Vielleicht täusche ich mich, aber manchmal liegt man ganz richtig. Naja, ein bisschen Stress habe ich im Moment schon. Okay.
Aber ich weiß, dass das völlig unbegründet ist und dass ich mir da eigentlich umsonst Sorgen mache. Aber ich bin jetzt seit kurzem mit Dad zusammen und ich habe so ein bisschen die Bedenken, dass er und Sophie besser zusammenpassen. Die sind beide sehr sportlich. Sie sind also beide ihre Schwester und ihr Freund. Richtig. Sie sehen es ja, sie sind beide von der Art sehr ähnlich. Sie lieben Sport, was gar nicht mein Ding ist. Das ist ja schiefgegangen, mein Versuch mit dem Sport. Ja, aber sie haben es doch probiert. Also ja, nichts für ungut, aber sie bemühen sich doch auch. Und nur weil zwei Menschen Sport mögen, heißt das ja nicht, dass man automatisch gut funktionieren würde. Ja, da macht man sich halt schon so seine Sorgen. Vor allem sie ist halt auch, ich meine, ich habe halt ein bisschen mehr auf den Rippen, was sie nicht hat. Und sie sehen ja auch, er ist total durchtrainiert. Mhm. Und vielleicht passen die beiden einfach besser zusammen. Ich weiß, dass eigentlich gibt es keinen Grund, sich darum Sorgen zu machen, aber sie sind frisch zusammen. Ganz seit 3 Monaten. Ja, gut. Dann ist natürlich, ich denke, dass sie unbegründet besorgt sind, wenn ich das mal so sagen darf. Er hat sie ja ausgewählt, ne? Er hat sich ja in sie verliebt. 3 Monate ist auch schon eine Zeit. Und jetzt kommt wahrscheinlich einfach so diese Phase in der Beziehung, wo man ja alles in Frage stellt und machen sich mal keine Gedanken. Ne? Ich glaube nicht, dass es so ist, wie sie denken. Aber natürlich weiß man es auch nie. Das stimmt ja leider. Aber ich denke schon, dass er sehr an sie verliebt ist, so wie er sie anschaut. Natürlich konnte ich Frau Hegers Ansichten da sehr gut verstehen. Sie hat sich da eventuell eine fixe Idee reingesteigert. Es hat mir natürlich sehr leid getan und ich habe versucht, sie zu beruhigen. Ach, ja, Laborwerte sind auch da. Tja, und also wirklich. Kann man den Sauerstoff abmachen oder soll man noch ein bisschen dranbleiben? Ja, vielleicht noch ein bisschen oder man kann. Wie geht's denn? Ist vollständig weg? Gut. Ja, ja, dann kann man natürlich auch den Sauerstoff wieder wegnehmen. So, nehme ich ihn erstmal ab, ist ein bisschen angenehmer. So. Ne? Ja, aber jetzt zu Ihnen, Frau Hilgers. Also die Blutwerte, irgendwo kann ich mir da keinen Reim richtig drauf machen. Mhm. Was da rauskommt, Sie haben erhöhte Testosteronwerte. Sie sagt noch, Medikamente oder sowas nehmen Sie nicht. Testosteron. Alles in Ordnung, Was ist denn alles gut? Testosteron? Ihre Partnerin hat erhöhte Testosteronwerte, die jetzt irgendwo so nicht ganz erklärlich sind. Haben Sie wieder Kopfschmerzen? Nein, keine Kopfschmerzen. Nein. Sie setzen das gynäkologisch waren Sie doch sicher schon öfter vorstellig. Also da ist nie irgendwas aufgefallen. Also, ne, weil hast du irgendwas, hast du von meinen Checks, was von meinen Checks dran? Welche Shakes? Von deinen Shakes. Warst du an meinem Eiweißshake dran? Ja, aber das ist ja schon Wochen her. Ich habe ab und zu zum Trainieren mal einen Shake mitgetrunken. Aber da habe ich ja schon vor Wochen Eiweißshakes oder Aminosäure. Das ist ja nicht schlimm. Das ist leider nicht nur Eiweiß. Wieso? Da ist ein Steroide-Produkt drin. Aber nicht die man auf dem Markt kaufen kann. Haben Sie da selber was beigemischt, oder? Ja. Was ist das denn toll? Sag mal, warum ist das? Weil es einfach, sie verstehen das nicht. Also vielleicht verstehen sie, aber der Druck ist einfach da. Ja? Wenn man erfolgreich sein will in dieser Szene, dann funktioniert es leider nicht ohne Hilfsmittel. Es ist leider so. Es hilft nicht nur die Ernährung, es ist auch leider dieser Druck, den man hat gegenüber anderen Leuten. Ich will auf die Bühne, ich will auf den Wettkampf. Und aber da gibt es auch Menschen, die auf der Bühne stehen ohne Steroide. Das ist nicht richtig. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr getrunken. Wo hast du denn noch, in was für Lebensmittel hast du das Zeug denn noch reingemischt? Nur in Shakes. Aber das reicht schon. Das ist so hoch dosiert. Aber Sie wissen, dass Sie sich da selbst einen großen Schaden zufügen können? Ja, weiß ich. Frau Hilgers hat über Wochen extremen Sport betrieben und darüber natürlich versucht, über die Shakes den Effekt zu optimieren. Und als das zu keinem Ergebnis führte, hat sie dann auch von heute auf morgen sowohl mit dem Sport, aber dann auch mit den Shakes aufgehört. Und das kann natürlich dann ganz klar die Erklärung dafür sein, dass sich der Hirndruck deutlich erhöht durch den Mangel an den plötzlichen Steroiden, die dem Körper nicht mehr zugeführt wurden. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir ihre Symptomatik, wo glücklicherweise jetzt auch die Ursache gefunden wurde, dass wir das in die Reihe bekommen. Das Einzige ist halt eben, weil der erhöhte Hirndruck natürlich auch andere Probleme ist. Es können Hirnzellen mit kaputt gehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Hirndruck wieder senken. Das kann man natürlich auch nur vorsichtig machen. Und das passiert nur über eine Liquorpunktion. Das heißt also, dass man ein bisschen was von der Hirnflüssigkeit nach und nach ein bisschen ablässt, damit der Druck nachlässt. Okay? Das geht natürlich nur stationär, sprich, wir nehmen sie heute stationär auf, die müssen im Krankenhaus bleiben. Ja? Und je nachdem, wie das funktioniert, sind sie in circa einer Woche
Wenn alles gut läuft und es Ihnen besser geht, können Sie wieder nach Hause. Durch die Behandlung ging es Carmen schnell besser. Sie konnte das Krankenhaus nach einer Woche verlassen. Ihr Freund Det verwendet keine Amphetamine mehr und nimmt nur noch dopingfrei an Wettbewerben für Bodybuilder teil. Er ist seither beschwerdefrei. Det hat Carmen einen Heiratsantrag gemacht unter der Bedingung, dass sie so bleibt, wie sie ist. Carmen hat überglücklich angenommen.